gut, ein Schwein. Nepomuks Schwein. Also noch eben wie angekündigt zu Adeno. Ich erkläre jetzt nochmal, was das ist. Adeno war eine Serie oder ist eine Serie von künstlichen Krankheitserregern, so kann man das nennen, das ist nicht die richtige Bezeichnung. Eigentlich sind es kleine Metallteilchen, winzig klein, unterhalb, zunächst einmal unterhalb der Sichtbarkeitsschwelle, normalerweise für Menschenaugen, versehen mit so kleinen winzigen Widerhäkchen, also kleine Träger aus Metall, sehr häufig aus radioaktiven Metallen. Und die sind versehen mit allen programmierten Krankheiten, die es bereits zu programmieren gibt, also Nachbauten von, als Programm dann eben geschrieben, von HIV, Hepatitis A bis C, alle möglichen Krebssorten, von allen möglichen Krebssorten, was gibt's noch? Ach ja, genau, Epilepsie kann man mit Adeno züchten durch entsprechende Geschwür- oder Klumpenbildung an einzelnen Stellen und so weiter. Da ist natürlich nichts Schönes dran. Ich lächle auch, was das angeht, nur aus Sarkasmus und nicht aus Freude darüber. Adenochips, also beziehungsweise Nanochips, so hat man festgestellt, haben den Vorteil, dass sie die Oktanzahl von Sprit erhöhen. Das heißt, das wurden dann, klingt nach einer grausamen Idee von einem geschlachteten Schwein,